Mein Name ist Anton Aschenbrenner. Lange Zeit kannte man mich nur hier in diesem Großraum von Waldkirchen. Ich war in der Gemeinde Hintereben Pfarrer, war in der Stadt Waldkirchen Religionslehrer und dort eben begann mein Glück. Mein Glück insofern, dass man dort eben mich langsam immer mehr weiter hinaus kennenlernen konnte, aber eben genau deshalb mein Glück, weil ich dort meine Frau kennengelernt hatte. Sie war Kollegin und als ich sie vor 15 Jahren am Januar 2003 geheiratet habe, wurde mein Name schlagartig über die ganze Welt hinaus posaunt, denn viele Medien waren darauf angesprungen, es war ein Fressen für sie. Für meine Gemeinde hier war es ein Schock, für mich war das Ganze eine große Herausforderung, denn nach der Suspendierung musste ich mit meinem neuen Lebensentwurf erst einmal zurechtkommen. Aber jetzt der Reihe nach. Mein großes Glück bestand darin, dass ich in der Schule meine jetzige Frau kennengelernt habe. Im Jahr 2003 haben wir geheiratet, wir haben zwei Kindern das Leben geschenkt und führen sie nun ins Leben hinein. Für die Kirche war genau das der große Fehler, eine schwere Sünde. Ja, sogar noch schlimmer, eigentlich ist es für die Kirche eine schwere Straftat. Im Jahr 2003, am 6. Januar, musste ich dort in der Kirche meine eigene Kündigung selber verlesen. Aber eben zum Leidwesen der Kirche bin ich eben hier in meiner Gemeinde geblieben. Und darauf wurden die Medien immer wieder aufmerksam. Sogar dreimal war ich bei Markus Lanz zu Auftritten, um dann mein neues Leben dort darzustellen. Die große Herausforderung für mich bestand darin, dass ich mich als Theologe irgendwie neu aufstellen musste. Sicherlich, ich war Hausmann, das war auch zufriedenstellend. Ich habe meinen Kindern das Essen besorgt, habe ihre Hausaufgaben dann jetzt betreut. Aber es geht einfach in mir um mehr. Ich hatte in mir gespürt, ich habe andere Gaben, Talente, die ich gerne für Menschen einsetzen möchte. So bin ich dann eben zunächst an einem Passauer Gymnasium Religionslehrer geworden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber der lange Arm des Bischofs hat mich auch dort ergriffen und hat einen Paragraphen zitiert, damit eben diese Stelle letztendlich aufgelöst wurde. So bin ich dann als nächstes ins Kloster Annex nach Oberbayern gegangen. Dort galt es, Führungskräften von heute die Regel des heiligen Benedikt so zu erklären, damit sie für ihr Unternehmen Wissen herausschöpfen können, wie man ein Unternehmen erfolgreich führt. Aber dort waren interne Schwierigkeiten und auch dieser Bereich war dann bald zu Ende. Tja, und dann bin ich freier Theologe geworden. Und genau das war meine neue Situation. Frei von den Zwängen der Institution, frei für das, was Menschen brauchen, frei im inneren Denken, Menschen das geben zu können, was ihnen gut tut und ihnen hilft, den nächsten Schritt im Leben zu finden. Seitdem begleite ich Trauernde auf dem Weg zum Grab. Ich begleite Menschen, die eine Hochzeit feiern wollen, ganz aus dem Herzen heraus, so persönlich wie möglich, so individuell, wie es nur geht. Ich gestalte für Menschen, die ein Kind bekommen haben, ein Geburtsfest oder eben begleite Menschen auf dem Weg eines Pilgerweges, wo sie nachdenken, wie ihr Weg weitergehen kann, wie sie mit sicherem Schritt die Zukunft anpacken und erfolgreich dorthin gehen, wo das Leben sie ruft. Jahre übe ich jetzt diesen Beruf als freier Theologe mit großer Leidenschaft und großem Erfolg aus. Und jetzt möchte ich mit diesen neuen Medien diese Tätigkeit verdichten, erweitern, letztendlich noch einmal zu einem Höhepunkt führen. Mit diesen neuen Medien möchte ich Menschen wie dich ansprechen, um ihnen damit einen Impuls zum Leben zu geben, um sie auf einem Weg zu begleiten, der sie zu sich selber führt. Und dabei sind diese Videos mir eine große Hilfe. Bei diesen Filmen, da spricht man sich gegenseitig mit Du an. Ich möchte dir genauso das Du anbieten und dich auch mit Du anreden, damit eine vertraute Beziehung zwischen uns beiden entsteht, zwischen dir und mir. Und dann gehen wir den Weg gemeinsam. Und wie sagt schon Hermann Hesse in dem schönen Gedicht Stufen, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist meine ganz ureigene Erfahrung, dass man den Anfang, den Neuanfang immer wieder wagen muss und dass genau dieser Neuanfang uns befreit aus der Stagnation. So heißt es eben bei Hesse, wir sollten heiter Raum um Raum durchschreiten. An keinem wie in einer Heimat hängen, der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stufe um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch, einem Lebenskreis und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Hilft zu leben, hat bei Hesse geheißen. Genau das war der Anspruch, dem ich schon seit vielen Jahren gleichsam in meinem Leben verfolge. Schon als Priester war es mir ein großes Anliegen, den Menschen zum Leben zu verhelfen, zum mehr Leben aus dem Glauben, aus dem Gemeindeleben heraus. Und jetzt, als freier Theologe, ist es mir noch ein größeres Anliegen, dir zu helfen, zum Leben zu finden. Dabei weiß ich natürlich nicht, wo genau für dich das Leben ist. Der Weg, der entsteht beim Gehen. Und darum möchte ich dich auf diesem Weg begleiten und miterleben, wie Schritt für Schritt neues Leben auf dich zuwächst. Ich weiß natürlich auch, viele Menschen suchen das große Glück und laufen diesem großen Glück mit großer Intensität hinterher. Kein Wunder, dass sie dabei dauernd Enttäuschungen erleben. Ich möchte dich gleich inspirieren, den Blick auf das Glück im Kleinen zu haben und zu merken, wie das Glück nach und nach erwächst, wo man es nicht im Fokus der ständigen Aufmerksamkeit hat. Wir gehen gemeinsam einen Weg und dabei bin ich gespannt, wo der Weg uns hinführt. Klick dich ein. In meinem YouTube-Kanal möchte ich jetzt vielleicht Woche für Woche, jeden Sonntag, ein paar neue Gedanken, Inspirationen für dich hineinstellen. Du kannst mir auf Facebook schreiben, du kannst Kontakt zu mir aufnehmen oder ihr auch untereinander. Ich möchte mit meiner breiten Lebenserfahrung, mit meinen Inspirationen euch einfach einen Stups geben, damit ihr über das Leben einfach mal anders nachdenkt, die Dinge aus einer anderen Warte seht. Am 6. Januar 2003 begann für mich ein Neustart, weil ich eben vom Dienst suspendiert mich neu aufstellen musste. Jetzt beginne ich wieder mit einem Neustart. Ich möchte mit diesem bisherigen Tun eine neue Qualität ins Leben von euch hineinbringen und auch für mich. Wenn du willst, start auch du neu. Und vielleicht wirst auch du nach 15 Jahren sagen, wow, genau das war das Richtige für mich. Ich wünsche es dir.